Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesanwaltschaft ermittelt in einem weiteren Spionageverdachtsfall, diesmal für China. Drei Deutsche sollen versucht haben, militärisch nutzbare Forschungsergebnisse an Peking weiterzugeben. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Düsseldorf und einen Mann aus Bad Homburg. Gegen die beiden Männer erging Haftbefehl. Aufgefallen waren sie dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Es warnte vor einer Häufung aktueller Bedrohungen aus dem Ausland. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage lässt die Bundesanwaltschaft mutmaßliche Spione festnehmen und dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorführen. Vergangene Woche stand Russland im Fokus der Ermittler, nun geht es um China. Die Beschuldigten sollen versucht haben, über wissenschaftliche Kooperationen an militärische Informationen zu gelangen. Außerdem soll ein Speziallaser ohne Genehmigung an den chinesischen Geheimdienst geliefert worden sein. Es ist kein Einzelfall. Wir sind sehr wachsam. Wir haben die erhebliche Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft im Blick und haben diesen Erfolg deshalb erzielen können. Man sei den mutmaßlichen Spionen frühzeitig auf die Spur gekommen, versichert der Verfassungsschutzpräsident, obwohl in solchen Fällen viel Energie darauf verwendet werde, die Aktivitäten zu verschleiern. Indem also hier Scheingeschäfte abgeschlossen werden, indem also nicht die richtigen Güter deklariert werden, die transportiert werden sollen, indem über viele Mittlerfirmen in verschiedenen anderen Staaten eben dann Güter ausgeführt werden über Umwege. Neben China und Russland bereitet den Verfassungsschützern auch der Krieg im Nahen Osten Sorge für die Sicherheitslage in Deutschland. Er könne potenzielle Terroristen zu Anschlägen motivieren, warnen sie seit Monaten. Als besonders gefährlich gilt ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat. IS-Provinz Khorasan fordert auf, Anschläge im Westen gegen die Ungläubigen durchzuführen. Und wenn also derartige Pläne verfolgt werden, dann sind natürlich solche weichen Ziele wie große Sportveranstaltungen ein Erste-Klasse-Ziel. In Deutschland könnte ein solches Ziel die Fußball-Europameisterschaft im Juni sein, im Nachbarland Frankreich anschließend die Olympischen Spiele. Spione im Auftrag von China und Russland, Islamisten, die Anschläge planen. Für sich genommen sind diese Phänomene für den Verfassungsschutz alle nicht neu. Neu aber ist die Häufung der Vorfälle. Das macht deutlich, wie sehr internationale Konflikte die Sicherheit in Deutschland bedrohen. Die FDP hält an ihren Vorschlägen für eine Kursänderung in der Sozial- und Wirtschaftspolitik fest, trotz scharfer Kritik des Koalitionspartners SPD. Die Parteispitze der Liberalen verabschiedete ein Reformpapier, das Erleichterungen für Unternehmen und Einschnitte bei Sozialleistungen vorsieht. So sollen unter anderem Sanktionen für Bürgergeldempfänger verschärft werden. Außerdem soll eine vorzeitige Rente ohne Abschläge künftig nicht mehr möglich sein. Die SPD spricht von einem Irrweg. Arbeitsminister Heil am Morgen zu Besuch in einem Friseursalon. Sein Thema: die Suche nach neuen Fachkräften. Der 12-Punkte-Plan der FDP sorgt beim Minister für Unmut. Darin fordern die Liberalen die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren. Ich habe hier und insgesamt ja eine Engelsgeduld. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn es wirklich um Wirtschaftskompetenz geht, ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten keine gute Idee. Hat mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun. Für ihr 12-Punkte-Papier bekommt die FDP viel Gegenwind. Sie fordert schärfere Sanktionen beim Bürgergeld, mit der SPD nicht machbar. Eine Förderung von erneuerbaren Energien schnellstmöglich beenden, das sehen die Grünen nicht. Die FDP beschließt ihr Papier am Vormittag als Vorbereitung für den Parteitag am Wochenende. Das ist nicht Provokation. Ich bin nicht aufgewacht morgens mit dem Ziel, irgendjemanden in diesem Land zu provozieren. Aber es muss ja schon möglich sein, zu erwähnen als politische Partei, was in diesem Land derzeit schiefläuft und was vor allem demnächst geändert werden muss. Die Koalition arbeitet und das wird nicht sich ändern, weil es Parteitagsbeschlüsse gibt. Die Union begrüßt viele Vorschläge der Liberalen, sieht aber nun einen neuen Riss in der Ampelkoalition. Also entweder die FDP setzt sich da durch oder setzt zumindest mal einige wichtige Punkte durch. Oder sie sollte sagen, wir verlassen diese Ampelkoalition. So kann es wirklich nicht weitergehen.
Die FDP will mit ihrem Wirtschaftswendepapier ihr Profil schärfen, polarisiert damit wohl auch, um damit möglichst viele Stimmen bei den Europawahlen zu gewinnen. Damit nimmt sie auch in Kauf, dass das Regieren mit Grünen und SPD noch schwieriger wird. Die Chefermittlerin im Cum-Ex-Steuerskandal verlässt den Justizdienst und wirft der Politik Versäumnisse vor. Die Kölner Oberstaatsanwältin Brohr-Hilker gibt ihr Beamtenverhältnis auf und wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende. Im WDR sagte sie zur Verfolgung von Finanzkriminalität in Deutschland wörtlich: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Nachfolgemodelle zu Cum-Ex würden kaum kontrolliert. Bei den illegalen Aktiengeschäften erstattete der Staat Milliarden an Steuern, die nie gezahlt worden waren. Die weltweiten Militärausgaben haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI stiegen die Investitionen in Waffen und Ausrüstung noch einmal deutlich an auf 2,4 Billionen Dollar. Einer der Gründe für den Anstieg sei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Größte NATO-Übung seit Ende des Kalten Krieges. Mehr als 90.000 Soldaten trainieren im März im Norden Norwegens. Nicht nur in Europa sind die Militärausgaben massiv angestiegen. Mit über 2,4 Billionen US-Dollar wird weltweit so viel Geld für Waffen ausgegeben wie nie zuvor, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Ein erneuter Ausgabenrekord und dazu noch der schnellste Anstieg, den wir seit langem beobachtet haben, zeigen, wie sich die Situation von Frieden und Sicherheit auf der Welt verschlechtert hat. Länder bewaffnen sich wieder. Statt auf Diplomatie setzen sie auf militärische Stärke und Eskalation. Die USA geben am meisten Geld für Rüstung aus mit 916 Milliarden US-Dollar. Danach folgen China mit geschätzt 296 und Russland mit 109 Milliarden US-Dollar. Russland habe seine Ausgaben seit dem Angriff auf die Ukraine 2022 erheblich gesteigert, so SIPRI, und weitere Erhöhungen angekündigt. Deutschland belegt im vergangenen Jahr Platz 7 bei den weltweiten Militärausgaben mit rund 67 Milliarden US-Dollar. Wenn Deutschland wie angekündigt 2% seiner Wirtschaftsleistung für das Militär ausgibt, wäre es bald wahrscheinlich der viertgrößte Geldgeber der Welt, hinter den USA, China und Russland. Und Deutschland würde mit Abstand mehr ausgeben als andere Länder in West- und Mitteleuropa. Für die kommenden Jahre rechnen die Friedensforscher mit keiner Trendumkehr. Die Militärausgaben dürften weiter steigen. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem dreitägigen Besuch in die Türkei gereist. Offizieller Anlass sind 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern. Beim Treffen mit Istanbuls Oberbürgermeister İmam Oğlu gab es pro-palästinensische Proteste. In seiner anschließenden Rede würdigte der Bundespräsident die deutsch-türkische Migrationsgeschichte. Am Mittwoch steht ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf dem Programm. Für den Vorwurf Israels, dass Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerkes der Vereinten Nationen UNRWA Terrororganisationen unterstützen, gibt es bislang keine Beweise. Zu diesem Ergebnis kommt eine von den UN eingesetzte unabhängige Kommission. Israels konkrete Anschuldigungen, UNRWA-Personal sei an dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen, wurden von der Expertengruppe allerdings nicht untersucht. Dazu gibt es eigene Ermittlungen. Wochenlang haben die Vereinten Nationen untersuchen lassen, ob ihr Palästinenserhilfswerk neutral genug arbeitet. Israel wirft einigen Mitarbeitern Verbindung zu Terrororganisationen vor. Ein unabhängiger Bericht kommt nun zu dem Schluss, für diese Behauptung habe Israel bisher keine Beweise vorgelegt. Das Palästinenserhilfswerk verfügt über eine ganze Reihe von Mechanismen, um die Einhaltung der gebotenen Neutralität sicherzustellen. Vermutlich sogar ein besseres System als andere UN-Organisationen oder Agenturen. So würden Israel jährlich Mitarbeiterlisten zur Prüfung vorgelegt. Seit 2011 habe es keine Beanstandung gegeben. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen ist der Hauptlieferant von humanitärer Hilfe, nicht nur in Gaza, sondern für knapp 6 Millionen Palästinenser in der Region. Mehrere Länder hatten nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe ihre Zahlungen eingefroren, unter ihnen die größten Geldgeber USA und Deutschland.
Der Generalsekretär appelliert an alle, das Hilfswerk aktiv zu unterstützen, weil es die Lebensader für die palästinensischen Flüchtlinge ist. Von den 18 Staaten, die Hilfsgelder eingefroren hatten, haben die meisten die Zahlungen bereits vor dem Bericht wieder aufgenommen. Auch die verbliebenen Staaten könnten das Palästinenser-Hilfswerk nun wieder finanzieren. Nur ein Land wird das sicher nicht tun, die USA. Der Kongress verabschiedet zwar gerade weitere humanitäre Hilfen für die Region, verbietet dabei aber ausdrücklich, Geld an das Hilfswerk der Vereinten Nationen zu geben. Gut 6 Monate nach dem Terrorangriff der Hamas hat Israels Militärgeheimdienstchef Haliba seinen Rücktritt erklärt. Er wolle so seiner Führungsverantwortung nachkommen, teilte Israels Armee mit. Haliba ist der erste ranghohe israelische Vertreter, der wegen des Überfalls sein Amt niederlegt. Die israelische Armee setzt ihre Offensive gegen die Hamas im Gazastreifen unvermindert fort, auch heute zu Beginn des jüdischen Pessachfestes. In diesem Jahr werden die Feierlichkeiten von den wachsenden Spannungen in der Region überschattet. Heute Nachmittag im Norden Israels, nahe der Grenze zum Libanon. Eine Hotelanlage. Es wirkt friedlich. Urit und andere bereiten den Seder, eine zeremonielle Mahlzeit zum Beginn des jüdischen Pessachfestes, vor. Ich hoffe, dass der Abend ruhig wird und wir nicht in der Mitte des Essens in den Bunker müssen. Unsicherheit. Und das, obwohl sie alle hierher gekommen sind, um sicher zu sein. Hier leben jetzt 300 Menschen. Insgesamt ca. 70.000 Menschen mussten ihre Häuser an der Grenze verlassen. Aus dem Libanon heraus feuert die Hezbollah immer wieder Raketen auf Israel. Auch Ophir Benjamin und seine Familie leben seit mehr als einem Monat in dieser Hotelanlage. Es ist alles sehr luxuriös, aber nicht zu Hause. Ich werde meinen Glauben daran, dass wir wieder nach Snir zurück können, nicht aufgeben. Ophir und seine Familie sind nur ca. 20 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Sie wollten nahe an zu Hause bleiben. Metal window. In diesem Bunker müssen sie, wenn es Alarm geben würde. Auch heute Abend bei der Seder-Feier. Das Pessachfest erinnert an den überlieferten Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Pessach ist der Feiertag der Freiheit. Aber es gibt keine Freiheit gerade. Nicht für die Geiseln und nicht für die, die nicht in ihre Häuser zurück können. Wenn wir das ungesäuerte Brot brechen, symbolisiert das brechende Herzen. Über Ayelet Hashacha donnern heute zum Festbeginn nur die Kampfjets. Doch in Gebieten etwas weiter nördlich gibt es wie so oft Raketenalarm, der die Menschen daran erinnert, dass sie wohl nicht so schnell nach Hause zurückkehren können. Sie sind Ihrem Traum von einer Mission im Weltall ein gutes Stück näher gekommen. Bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA haben heute 5 europäische Nachwuchsastronautinnen und Astronauten und eine Australierin ihren Abschluss gefeiert. 12 Monate Grundausbildung liegen hinter ihnen. Dabei vertieften sie ihr Wissen in Biologie, Medizin und Physik. Auch Fitness und Überlebenstraining standen auf dem Lehrplan. An der Wand hängen die Fotos der Astronauten, die für die ESA im All waren. Nun ist die nächste Generation bereit. Ein Spanier, eine Französin, ein Belgier, eine Nordirin und ein Schweizer. Sie kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Das Absolvieren der einjährigen Grundausbildung macht sie nun zu Astronauten. Zum Beispiel ich als Arzt musste mehr über das Ingenieurwesen und über Physik lernen. Und zum Beispiel die Piloten und Piloten mussten dann etwas über Medizin lernen. Und schlussendlich hatten wir auch viele praktische Kurse, zum Beispiel Überlebenstraining oder diese Parabelflüge, wo man die Schwerelosigkeit erleben kann. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat die Grundausbildung geleitet. Wichtig sei für ihn gewesen, aus 5 Persönlichkeiten ein Team zu bilden. Letztendlich ist es das, wie man später auch auf der Raumstation oder auf einer Mission arbeiten muss und darf, dass man als Crew zusammenkommt und diverse verschiedene Fähigkeiten mit reinbringt. Die 5 Astronauten hatten sich gegen mehr als 20.000 Mitbewerber durchgesetzt und sich so ihren Traum erfüllt. So I just wanted to tell to people, ich will den Menschen sagen, wer immer euch erzählt, euer Traum ist zu groß oder ihr könnt nicht das erreichen, wonach ihr strebt, hört nicht auf die Menschen, die nicht an euch glauben. Bis 2030 hat die ESA 5 Flüge zur internationalen Raumstation gebucht. Schon bald könnten die leeren Plätze in der Ahnengalerie also gefüllt werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. April. Kaltluft aus Norden sorgt weiterhin für teilweise winterliches Wetter und eine verbreitet frostige Nacht. Im Süden fällt heute Nacht Schnee, in Küstennähe gibt's einzelne Regen- oder Schneeschauer, während es in der Mitte vielerorts aufklart. Morgen im Süden viele Wolken und zunächst noch gebietsweise Schnee, später in den Niederungen eher Regen, ansonsten erst oft sonnig, bevor wieder dickere Quellwolken auftauchen. Dazu gibt's einzelne Regen- oder Graupel, im Bergland auch Schneeschauer. An der See und im Süden unter Wolken heute Nacht über 0 Grad, sonst verbreitet frostig. An den Alpen und im Erzgebirge morgen nahe 0, am Rhein teilweise knapp über 10 Grad. Am Mittwoch erwartet uns typisches Aprilwetter, an dem sich auch am Donnerstag wenig ändert. Aber ab Freitag wird es langsam freundlicher und auch wärmer. In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni SPD-Chef Lars Klingbeil, wie viel Fliehkräfte die Ampel noch aushält. Außerdem vor 300 Jahren geboren, der Philosoph Immanuel Kant bewegt die Gegenwart. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.